Ich bin jetzt dabei. Okay. Ja, wir starten jetzt auf. Kommen zurück zu unseren Abgeordneten bei Wir bilden Zukunft. Ich bin Leonie Bremer und moderiere ich das Ganze heute. Und genau, zu Gast ist heute Herbert von der CSU. Und genau, sich vorzustellen, genauso wie Klaus. Ich habe das ja schon ein bisschen gemacht, aber jetzt erstmal zu dem thematischen heutigen Klima und Corona. Und sein, dass Klaus und ich als erstes 30 Minuten Fragen stellen und dann am Ende werden Fragen von den Zuschauern beantwortet. Das sind dann Fragen, die wir gesammelt haben von YouTube. Also ihr könnt die Fragen an die jetzt alle zuschauen, dann Fragen im Chat auf YouTube schreiben und wir sammeln die und das gleiche bei Zoom machen. Also ihr könnt auch in dem Chat die Fragen stellen und die sammeln wir und beantworten am Ende. Ich stelle die ersten 30 Minuten die Hauptfragen und Klaus hakt dann immer ein bisschen nach. Genau, und vielleicht kann Klaus sich kurz anlehnen daran, kurz vorstellen und dann kannst du weitermachen, Anja. Okay, mein Name ist Klaus Müschen, ich bin bei den Scientists for Future. Ich habe derzeit noch die Arbeit in einem Forschungsprojekt an der FU Berlin zur Geschichte der Energiewende. Und ich war über 10 Jahre Abteilungsleiter für Klimaschutz und Energie am Umweltbundesamt. Ja, mein Name ist Anja Weisgerber. Ich bin vom Beruf Rechtsanwältin, bin verheiratet, habe 2 Kinder, 7 und 9. Die 9-Jährige erzählt mir auch immer, wie wichtig Klimaschutz ist und ist ganz stolz, dass ich mich da auch sehr einsetze. Ich war 9 Jahre lang im Europäischen Parlament für Umwelt- und Klimapolitik zuständig und bin jetzt seit 2013 im Deutschen Bundestag und jetzt auch Klimabeauftragte der Unionsfraktion. Das ist mir wirklich ein herzensanliegendes Thema. Ja, dann wäre es doch direkt mal interessant zu wissen, was denn ein Klimaschutzgesetz wäre, was du als erstes auf den Weg bringen würdest, wenn du Bundeskanzlerin sein könntest. Ja, also zunächst mal bin ich stolz, dass wir im letzten Jahr ein Klimaschutzpaket auf den Weg gebracht haben, das in vielen Bereichen auch den Forderungen von euch entspricht. Zum Beispiel eben auch das Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Sektorzielen, mit einem ganz verbindlichen Pfad der Reduktion. In allen Bereichen müssen wir unsere Klimaziele auch erreichen, vom Verkehr über die Energie, über die Landwirtschaft, im Gebäudesektor. Und wir haben auch eine CO2-Bepreisung auf den Weg gebracht. Wir werden jetzt auch demnächst die Reform des Emissionshandelsgesetzes bekommen. Wir werden einen Emissionshandel in Deutschland einführen. Der Preis für die Tonne CO2 wird auch erhöht. Das ist heute auch beschlossen worden im Kabinett auf 25 Euro. Es gab ja eine Einigung mit den Grünen auch im Bundesrat. Und wir haben über 60 Maßnahmen in einem umfassenden Paket schon auf den Weg gebracht. Also insofern finde ich das schon mal gut, aber wir müssen weiterarbeiten. Wir brauchen jetzt auch eine Wasserstoffstrategie und eine Reform auch des Erneuerbaren Energiengesetzes. Super glücklich bin ich, dass wir endlich jetzt auch den 52-GW-Deckel aufgehoben haben und da mein stetes Werben auch jetzt gefruchtet hat in den letzten Tagen. Also wir werden es im Bundestag noch beschließen, aber die Einigung ist verkündet worden jetzt. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, bis zu welchem Jahr habt ihr einen CO2-Preis festgelegt? Also wir werden den Emissionshandel jetzt am 21 einführen. Der wird stetig steigen und wird dann ab 2026 auch auf einem freien Markt frei gebildet. Das heißt, also bis dahin haben wir bestimmte Werte festgesetzt. Das war auch eine Einigung mit der SPD, die am Anfang auch eine CO2-Steuer haben wollten. Aber ich finde es eigentlich sehr gut, dass wir dann den Preis am Markt bilden. Der kann dann eben auch deutlich ansteigen, wie von euch gefordert. Und wir haben einen CO2-Deckel oben eingezogen. Das heißt, die Emissionen, die müssen sinken. Und dementsprechend, wie halt Nachfrage und Angebot am Markt ist, wird der Preis dann auch steigen im Bereich Wärme und Verkehr. Und das sind ja gerade die Sektoren, wo wir noch nachlegen müssen. Ich bin übrigens auch wirklich überrascht gewesen, dass wir jetzt Anfang des Jahres gehört haben, dass wir wegen dem Emissionshandel auf EU-Ebene auch völlig überraschend unser Klimaziel erreichen werden, 40% bis 2020. Das war von uns zwar immer erhofft und wir waren auf einem guten Weg, aber es wurde von vielen Seiten angezweifelt. Das freut mich. Ich würde, ja, Klaus, du bist nicht, du bist gemutet. Ich muss mal kurz.
Eine kurze Nachfrage zur Höhe des CO2-Preises. Das ist zwar richtig, dass sich der dann am Markt bilden soll, aber das Umweltbundesamt sagt ja schon heute, wir bräuchten eigentlich einen Preis, der in Richtung 200 Euro pro Tonne CO2 geht und nicht 20. Wenn wir alle Folgen der Klimakrise mit einrechnen, ist das denn mit in irgendeiner Weise auch in der Koalition mitgedacht, dass das wirklich in diese Größenordnung gehen wird? Also wir müssen natürlich bei unseren Entscheidungen auch immer die Folgen bedenken. Und wir haben das auch ausgerechnet mal. Und wenn man dann von CO2-Preisen von 180 Euro oder 200 Euro pro Tonne spricht, dann kann das beim vierköpfigen Haushalt mit einer Ölheizung, mit Benziner schon dazu führen, das sind jetzt Zahlen, die ich jetzt, sagen wir mal, runde, aber es kann schon dazu führen, dass man im Jahr dann 1.000 oder 1.500 Euro mehr Kosten hat. Und das so schnell einzuführen, ohne die Menschen dabei mitzunehmen, davor haben wir einfach Bedenken gehabt, sondern wir wollen jetzt diesen klaren Aufstiegspfad beschreiben. Das wurde auch immer gefordert, es muss deutlich sein und klar sein, dass der Preis ansteigt und dass die Verbraucher alle Konsumentscheidungen, die sie jetzt treffen, alle Investitionsentscheidungen in ein neues Auto, in eine Heizung, dass sie diese Entscheidungen im Hinblick darauf treffen, dass der Preis steigen wird. Und gleichzeitig wollen wir jetzt sofort und diese Programme greifen, die schlagen ein wie eine Bombe, was ich von unseren Stromverbrauchern, nicht Energieversorgern höre. Von Energie habe ich das gehört in Nürnberg, dass diese Programme, die Anreizprogramme, massiv gut wirken. Also es gibt ja jetzt Programme, wenn ich eine alte Ölheizung austausche und ich setze jetzt eine Wärmepumpe ein, dann wird vom Staat dies bis hin zur letzten Investition in die Fußbodenheizung mit 45% gefördert. Und diese Programme sollen ja helfen, dass die Menschen jetzt erstmal umsteigen, auch dass man im Bereich Elektromobilität Anreize setzt, im Verkehrsbereich und dann eben der Preis steigt. Und das war uns wichtig, dass wir das Schritt für Schritt machen und nicht im Endeffekt Knall auf Fall 180 oder 200 Euro einführen und dann die Menschen beim Klimaschutz verlieren. Das ist zwar richtig, dass es eine Anstiegspfad geben muss, das ist völlig klar, man kann nicht von 0 auf 200 gehen oder 180. Die Frage ist nur, es gab ja auch Vorschläge für eine Bepreisung des CO2, die in Richtung der Verbraucherinnen und Verbraucher und auch der Produzierenden zurückgegeben wird, sodass es da zu einem Ausgleich kommt, damit man möglichst bruchlos diese Thematik dann auch behandeln kann. Ja, das wird diskutiert und wurde diskutiert und genauso machen wir es jetzt. Wir haben einen Weg gesucht, der recht einfach ist und der sich eben auch im Sinne der Energiewende auch eignet. Nämlich, wir wollen und machen das jetzt auch gleichzeitig mit der Anhebung von 10 auf 25 Euro die EEG-Umlage gleichzeitig absenken. Und wir geben natürlich auch durch die Anreize, aber auch durch die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel auch beim Wohngeld, dass wir das auch anheben für die Menschen, die ein niedrigeres Einkommen haben, eben entsprechend der Mehrkosten oder eben auch bei der Pendlerpauschale zusätzlich zurückgeben an die Menschen. Wir wollen ja in allen Bereichen jetzt mehr auf den Strom umsteigen. Ich zum Beispiel habe ein Haus gebaut mit einer Wärmepumpe, mit einer Photovoltaikanlage, mit einem Speicher und eben auch demnächst einer Ladesäule und brauche ja gar keine fossilen Energien mehr. Wir wollen ja mehr und mehr auf Strom gehen, auch im Bereich der Mobilität. Und deswegen ist es sinnvoll, die EEG-Umlage da eben auch die Entlastung zu machen und diesen Umstieg zu erleichtern. Dieses Energiegeld oder Bürgergeld, was auch teilweise ins Gespräch gebracht wurde, hat folgendes Gegenargument. Es wird immer gesagt, es gibt kein Instrument. Das ist leider ein bürokratisches Gegenargument, ich weiß, aber es gibt kein Instrument oder keinen Weg, wo man das den Bürgern zurückgibt. Der Staat, die Bundesrepublik Deutschland, hat nicht von allen Bürgern die Kontodaten. Und die Schweiz zum Beispiel, die machen das ja über die Krankenkasse dann, auch aus dem ähnlichen Grund, dass es schwer ist, es zurückzugeben. Aber da verpufft es völlig im Rahmen der Krankenkasse. Es wird auch nicht transparent gemacht. Wir finden es besser, das im Rahmen der EEG-Umlage die Entlastung zu machen, dass man eben auch die Stromkosten nicht ansteigen lässt.
Ich weiß nicht, ob Klaus noch was sagen wollte, aber ich füge da noch mal, ja? Oder nicht? Du bist wieder gemutet. Ist okay, danke. Genau, ich will abschließend noch mal dazu sagen, dass es auf gar keinen Fall die Forderungen von Fridays for Future sind mit dem Klimapäckchen. Wissenschaft sagt zum Beispiel auch, dass ein Mindestpreis von der CO2-Bepreisung sein muss von 60 Euro, damit das überhaupt alles wirkt. Aber ich glaube, hier können wir noch, ich weiß nicht, wahrscheinlich endlos lang diskutieren. Deswegen würde ich zur zweiten Frage weitergehen. Und zwar sagtest du ja auch eben, dass deine neunjährige Tochter die ganze Zeit sagt, wie wichtig Klimaschutz ist. Und dementsprechend warst du ja wahrscheinlich auch schon mal auf einer Demo. Und dann würde ich dich bitten, einmal zu sagen, entweder oder dein Demoschild zu zeigen, welches du denn dann mitnehmen willst. Oder was, wenn du es nicht hast, gerade den Spruch einfach sagen würdest. Ja, ich habe ein Demoschild gemacht. Und zwar heißt es für mich Aufbruch in die Klimaneutralität jetzt. Und zwar bedeutet es für mich, dass wir gerade jetzt in der Krise, gerade jetzt beim Wiederaufbau danach, beim Aufbau der Wirtschaft schauen müssen, dass wir die Wirtschaft und die Gesellschaft klimafreundlich, klimaresilient auch aufbauen und dass wir eben in Umwelt- und Klimainnovationen investieren, um uns für die nächste große Herausforderung, die ja schon seit Jahren besteht und noch viel stärker und deutlicher vorhergesagt wurde von der Wissenschaft wie die Corona-Krise, dass wir eben für diese nächste Herausforderung oder diese bestehende Herausforderung besser gewappnet sind. Das ist mein Motto, Aufbruch in die Klimaneutralität, auch auf europäischer Ebene. Ja, wichtig anzusprechen, die europäische Ebene, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen zu. Ja, ich würde nur eine kurze Nachfrage dazu stellen. Gibt es bei dir ein bestimmtes Jahr oder eine bestimmte Menge an Ausstoß? Darum geht es eigentlich primär, bis die Klimaneutralität erreicht werden wird oder? Also wir haben ja uns jetzt vorgenommen, bis 2030 55% zu reduzieren. 40% werden wir ja jetzt wirklich schaffen. Davon gehe ich aus. Jetzt erst recht natürlich bis Ende 2020. Und bis 2050 haben wir uns vorgenommen, klimaneutral zu sein. Die 80-95% stehen im Moment im Rahmen der Festlegungen der Bundesregierung. Ich gehe davon aus, dass man da durchaus im ambitionierten Mittelfeld dessen sein muss, wenn man wirklich die Klimaneutralität schaffen will. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die anderen europäischen Staaten jetzt mitziehen. Wir haben im Rahmen der bestehenden 40% der EU immer noch Staaten, wie Bulgarien zum Beispiel, die sich 0% Reduktion vorgenommen haben. So können wir die Klimaneutralität nicht schaffen. Wir brauchen jetzt da auch eine faire Lastenverteilung innerhalb der Europäischen Union. Aber das bedeutet nicht, dass wir irgendwas weniger machen, sondern nein, gerade erst recht, wir werden mit unserem Weg sehr ambitioniert weitermachen und auf die 55% auch zusteuern. Genau, das ist super wichtig, nochmal zu betonen, wie wichtig die Rolle von Deutschland ist, gerade wenn es um Green Deal geht, dass wir uns da klar positionieren, auch was die ambitionierten Ziele angehen und Timmermans und von der Leyen. Genau, und jetzt zur dritten Frage. Wir stecken ja nicht nur in einer Krise gerade, nicht nur in der Corona-Krise, wir stecken in zwei Krisen, also der Klimakrise und der Corona-Krise. Und was merkst du da, was ändert sich da in der GroKo, was ist der Unterschied zwischen klimapolitischen Maßnahmen getroffen worden sind und den Maßnahmen, die in der Corona-Krise getroffen worden sind. Ich wollte noch kurz zu der Frage davor sagen, dass wir uns in unserem Positionspapier der Fraktion ganz klar auch zu dieser Klimaneutralität auf EU-Ebene und zum Green Deal als Wachstumsstrategie bekannt haben. Das ist teilweise anders rübergekommen in der Öffentlichkeit und mir ist gerade wichtig, das auch nochmal klarzustellen. Und ich bin wirklich sehr froh und glücklich, dass wir auch jetzt diese gute Zusammenarbeit mit den Franzosen haben. Das haben wir auf Ausschussebene auch schon gemacht. Und Macron und Merkel haben sich ja jetzt auch klar nochmal zur Ambitionssteigerung der Europäischen Union positioniert und bekannt und haben sich übrigens auch dafür eingesetzt, dass der Emissionshandel eben noch weiter ausgeweitet wird. Wir machen das jetzt in Deutschland mit Wärme und Verkehr und wollen das auch auf die europäische Ebene heben. Und das Ganze werden wir in Europa auch nur schaffen und in Deutschland auch nur schaffen zu der jetzt gestellten Frage, wenn wir eben jetzt uns nach der Krise besonders gut und klimafreundlich aufstellen. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass die Konjunkturprogramme, die jetzt auch geplant werden aufzulegen, die nationalen, aber auch der Recovery Fund auch auf europäischer Ebene, dass man da auch gezielt sagt, man investiert jetzt in die Zukunft. Da geht es nicht nur um Klimaschutz, da geht es auch im Zusammenhang übrigens mit Klimaschutz auch um Digitalisierung. Wir merken ja jetzt gerade,
was die Digitalisierung uns für Möglichkeiten bietet. Wir können diese Konferenzen alle online machen, per Videokonferenz. Wenn man den richtigen Link hat am Anfang, dann klappt das alles. Und dann kann man auch viele Zugfahrten, viele Autofahrten, auch in Bezug auf die Mobilität, viel CO2 einsparen. Also da ist eine Riesenchance, da muss man auf jeden Fall rein investieren, aber auch generell in Umwelt- und Klimainnovationen, in Dekarbonisierung, in der Industrie, in die Wasserstofftechnologie, um eben einen neuen Speicher auch zu haben und auch einen neuen Energieträger, der umweltfreundlich ist, und auch in die Erneuerbaren. Und deswegen bin ich auch so glücklich, dass wir jetzt eine Einigung haben und dass wir eben den 52-GW-Deckel jetzt aufheben und wir für Photovoltaik und Windkraft jetzt den neuen Schub bekommen. Gut, dann würde ich mit der nächsten Frage weitermachen. Nachfragen dazu sprechen wir dann am Ende nochmal. Da gibt es, glaube ich, welche aus dem Chat. Genau, also 100 Milliarden von Euro fließen gerade in den Corona-Rettungsschirm. Und mich oder uns interessiert, wofür setzt du dich da am meisten für ein, dass etwas umgesetzt wird und dass etwas in den Maßnahmen verankert wird? Ja, also ich finde es wichtig, das Thema Wasserstoff enorm zu pushen. Power to X, Power to Gas, sowohl auf der europäischen Ebene als auch auf der nationalen Ebene. Wir schaffen es da, die erneuerbaren Energien zu speichern in den Wasserstoff und dann auch eben über das bestehende Gasleitungsnetz den Wasserstoff schon jetzt beizumischen oder eben Teile des Gasleitungsnetzes dafür zu benutzen. Und da sehe ich eine enorme Chance, um auch im industriellen Bereich fossile Energieträger zu ersetzen, durch eben am besten natürlich, und das ist hauptsächlich mein Ziel, durch grüne Energien hergestellten Wasserstoff. Also das finde ich enorm wichtig. Und ansonsten ist es auch sehr, sehr wichtig, die Energieeffizienz zu stärken im Gebäudebereich. Der Gebäudebereich ist immer noch der schlafende Riese. Wir haben jetzt endlich auch auf nationaler Ebene nach der langen Blockade auch durch die Bundesländer geschafft, die steuerliche Förderung für die energetische Gebäudesanierung auf den Weg zu bringen. Wir haben da auf EU-Ebene viele Standards für Null-Energiehaus, Niedrig-Energiehaus, die jetzt ja auch auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Es gibt da KfW-Programme, es gibt auch da Anreize. Und da einfach gezielt zu sagen, wenn ich jetzt ein neues Haus baue, dann muss es echt total klimafreundlich sein. Da kann ich jetzt auch für die Zukunft schon viel CO2 einsparen. Und die Forschung ist mir auch sehr, sehr wichtig. Wir müssen in Europa führend sein, wenn ich zum Beispiel an die Batteriezellenproduktion denke, in der Produktion zum Beispiel auch von alternativen Materialien zu den seltenen Erden. Deswegen sind ja die Elektroautos immer noch in der Kritik, meiner Meinung nach zu Unrecht, weil man denkt ja auch schon über das Recycling nach, man macht es sogar schon. Aber wenn wir eben führend wären bei zum Beispiel Natriumfeststoffbatterien, also bei diesen neuen Arten von Batterien beziehungsweise Materialien für Batterien, dann machen wir was für die Wirtschaft, aber machen wir auch was für den Klimaschutz. Und das möchte ich immer zusammen sehen. Eine kurze Nachfrage vielleicht. Mhm. Insbesondere zu den Strategien im Bereich Verkehr und Gebäude. Mhm. Oder bedenkt ihr dabei auch, dass Wasserstoff nicht der einzige Weg ist, sondern eigentlich die elektrische Nutzung, die direkte elektrische Nutzung, sowohl im Verkehr als auch bei der Heizung über Wärmepumpen, eigentlich von der Bilanz her wesentlich effektiver ist zur CO2-Vermeidung als die Wasserstoffschiene, die ja immer noch mit sehr vielen Verlusten behaftet ist? Also ich gehöre nicht zu denjenigen wie die FDP zum Beispiel, die sagen, wir brauchen jetzt nur noch Wasserstoff im Automobilbereich. Im Gegenteil, wir brauchen immer einen Mix, aber das gilt natürlich auch umgekehrt. Also, dass man jetzt sagt, ich setze jetzt ideologisch nur auf die Elektromobilität und gerade bei den längeren Strecken und eben auch bei den Bussen, bei auch den Flugzeugen, brauchen wir gerade wasserstoffsynthetische Kraftstoffe, weil dort eben die Batterien so schwer sind. Aber ich möchte es auch als Option nicht ausschließen, wie gesagt, für den PKW. Wir haben jetzt in meinem Wahlkreis auch zwei Wasserstofftankstellen in Betrieb genommen.
Das sind eben auch noch Vorteile da, neben den Nachteilen, die Sie gerade zu Recht aufgezählt haben oder die du gerade zu Recht aufgezählt hast, was die Bilanz angeht. Natürlich braucht man mehr Energie für den weiteren Umwandlungsprozess dann eben wieder in Wasserstoff oder in synthetischen Kraftstoff. Aber dafür kann ich auch längere Strecken zurücklegen. Aber Fakt ist natürlich, dass wir jetzt in der Elektromobilität marktreif sind, dass die Bundesregierung massiv in die Elektromobilität investiert, in die Infrastruktur. Und ich beobachte es ein bisschen mit Sorge, dass im bürgerlichen Bereich die Elektromobilität sehr, sehr schlecht geredet wird. Und da sind auch viel Fehlinformationen unterwegs. Und ich denke, also teilweise ist es natürlich auch berechtigt, wir müssen Antworten finden auf die Frage eben der Batteriezellenproduktion, dass es da eben auch Alternativen gibt, dass wir daran arbeiten. Und wenn wir da führend sind, dann haben wir eine Win-Win-Situation, auch beim Recycling zum Beispiel. Aber es stimmt, wir haben natürlich im Bereich des Flugverkehrs, im Bereich auch der Busse größere Einsatzmöglichkeiten für Wasserstoff. Aber ich möchte es auch nicht für die Mobilität im PKW komplett ausschließen. Ja, einmal kurz zusammengefasst für die ZuschauerInnen. Wasserstoffautos machen eben Sinn, wenn die Elektrifizierung, also für den Bereich Mobilität macht das Sinn, wenn die Elektrifizierung bei bestimmten Fahrzeugen nicht funktioniert und das zum Beispiel bei LKW ist ziemlich schwierig, da die langere Strecken fahren muss und dementsprechend ist Wasserstoff sehr wenig sinnvoll für Individualverkehr. Das nur, bevor wir jetzt zur nächsten Frage kommen. Und zwar, was ist deine Einschätzung? Bringt die ganze Debatte oder bringen die Schutzmaßnahmen für Corona und Klimadegeneration wieder näher ineinander? Es war ja vorher so, dass in der Klimakrise sagen wir, hey, als junge Generation achtet doch bitte darauf, dass wir auch ein Leben haben später, in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren. Und jetzt ist es ja genau andersrum. Jetzt sagen die Eltern, okay, Kinder, ihr müsst jetzt zu Hause bleiben. Was ist da deine Einschätzung? Also am Anfang der Krise war ich total beeindruckt. Also da saß ich manchmal auch mit Tränen in den Augen vor einem wunderschönen Song, den Antenne Bayern gemacht hat und ein Video dazu, wo eben auch die Helfer gezeigt wurden, die verschiedenen Generationen. Ich war auch total, bin nach wie vor auch total beeindruckt. Natürlich von den Menschen im Gesundheitsbereich, wie aufopferungsvoll die sich einsetzen, aber auch von den jungen Menschen. Ich habe viel von Studenten und Schülerinnen und Schülern Berichte gesehen, die dann eben den Älteren helfen, die Einkaufshilfe anbieten. Und da bin ich nach wie vor, das ist falsch gesagt, ich bin nach wie vor beeindruckt. Es erfüllt mich nur mit Sorge, dass die Stimmung jetzt so ein bisschen kippt und es teilweise, verzeiht mir den Ausdruck, auch Verschwörungstheorien gibt, die unterwegs sind, es dann auch manchmal wieder verharmlost wird. Es handelt sich doch nur um eine einfache Grippe. Und wir aber eigentlich von allen Wissenschaftlern, von den Virologen eben hören, dass es eine sehr schwerwiegende Krankheit ist. Und vor allen Dingen, wenn sie eben sich noch auf die normale Grippewelle obendrauf setzt, dann eben auch das für die Gesundheitssysteme problematisch ist. Und da muss ich sagen, also es bringt die Generationen zusammen, ja, und wir dürfen das jetzt nicht verlieren. Wir müssen irgendwo versuchen, das zu konservieren. Und dann starten wir danach auch wieder durch und haben vielleicht auch irgendwie durch so einen Reset-Knopf uns irgendwie gestellt und haben vielleicht auch mal überlegt, müssen wir alles so höher, schneller weitermachen oder geht es vielleicht auch mal, dass man öfter mal mit dem Fahrrad fährt und dass man einfach auch Klimaschutz selber mehr betreibt. Also vielleicht hat es ja auch dazu ein bisschen mehr beigetragen. Jetzt hast du es schon angesprochen mit den VerschwörungsdenkerInnen. Dazu haben wir morgen auch ein Webinar. Ich kündige das jetzt schon mal an, weil das so gut passt, gerade um 16 Uhr. Ich glaube, das ist sehr interessant und ein sehr aktuelles Thema und sehr ernst zu nehmen. Also genau. Und dann kommen wir auch zur vorletzten Frage von unserer Seite. Und zwar, was macht, oder Klaus, hast du dich gerade gemeldet? Vielleicht doch noch zu den Verschwörungsgeschichten. Also Theorien würde ich das nicht nennen, weil Theorie ein wissenschaftlicher Begriff ist und das, was da wirklich kommuniziert wird, keine Theorie ist. Stimmt. Ich denke, 80% der Bevölkerung sind eigentlich relativ verständnisvoll zu den Maßnahmen, die Bundesregierung getroffen hat, auf wissenschaftlicher Basis zur Corona-Krise.
Wenn das bei der Klimakrise genauso wäre, wenn wir da auch 80% Zustimmung hätten, wäre das ja schon fantastisch. Ich glaube, da müssen wir noch einiges tun, um dort auch weiterzukommen. Darf ich da noch einen Satz dazu sagen? Ich glaube, da gibt es auch einen Grund. Also der Grund, warum die Bürger jetzt auch so verständnisvoll waren, also es wurde sehr gut kommuniziert, auch von allen Medien. Und es war natürlich die unmittelbare Bedrohung für jeden Einzelnen, die an Leib und Leben, die dann dazu geführt hat, dass man wirklich auch vernünftig ist. Es ist aber jetzt auch genauso wichtig, das möchte ich auch nochmal sagen, dass es Perspektive gibt, dass es jetzt die Öffnungsstrategie gibt, die aber wiederum verantwortungsvoll erfolgt mit einer Notbremse, die auch einheitlich in allen Bundesländern gilt. Bei der Klimakrise nenne ich das immer so ungern, aber sagen wir mal, bei dem wirklich bei der Herausforderung, Menschheitsherausforderung Klimawandel, ist es einfach so, dass die negativen Folgen für die Menschheit nicht so deutlich erkennbar sind. Und auch die Fluchtursache zum Beispiel. Ich fange immer meine Vorträge damit an, das alles zu beschreiben. Aber in dem Moment, wo es die Menschen wieder gespürt haben, wo dann die Sommer immer heißer wurden, wo die Wälder auf einmal massiv die Bäume abgestorben sind, da war dann auf einmal auch jetzt in meinem konservativen Lager und bei meinen Leuten war da auf einmal Verständnis da und beim Bürgertum auch, bei den Bürgern. Also ich glaube, das ist der Unterschied und die Herausforderung ist es auch wirklich aufzuzeigen, was eben passieren kann, wenn wir nicht handeln. Und man darf auch eins nicht vergessen, wir haben immer noch eine Bundestagsfraktion, die einfach immer noch sagt, der Klimawandel ist nicht menschengemacht oder ist nur sehr, sehr geringfügig menschengemacht. Und da gibt es auch immer wieder sehr starke Theorien, Verschwörer, die da unterwegs sind. Und da versuchen wir auch immer wieder gegenzuhalten. Auch jetzt wieder bei einer Zwischenfrage im Bundestag habe ich das gemacht, selbst. Was ist denn der christlich-soziale Weg, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten? Der christlich-soziale Weg ist, dass man das Ziel Dreieck und ich sage immer eigentlich das Ziel Viereck verfolgt, nämlich Umwelt, Wirtschaft und Soziales miteinander zu verbinden. Das heißt, die Klimapolitik so zu gestalten, dass wir nach wie vor auch noch wirtschaftlichen Wohlstand haben, weil das für mich auch wieder zusammenhängt. Man kann auch Klimaschutz nur betreiben, wenn man wirtschaftlich dazu in der Lage ist. Das sieht man zum Beispiel an der Lastenverteilung innerhalb der Europäischen Union. Die Industriestaaten, die wirklich auch erfolgreich sind und nachhaltig gewirtschaftet haben, die bekommen einfach auch die höheren Ambitionen zugeteilt. Die müssen eben die 55% oder vielleicht sogar etwas mehr jetzt wie Deutschland reduzieren. Und die Staaten, wo es wirtschaftlich nicht so gut aussieht, wie Bulgarien, müssen nur 0% reduzieren. Wie gesagt, da muss sich was dran ändern. Aber es hängt eben das Wirtschaftliche schon auch zusammen mit den Möglichkeiten, was man machen kann. Und da ist ein ganz wichtiger Schlüssel die Innovation. Die Innovation, die Forschung und das vierte in dem Zieldreieck ist für mich die Akzeptanz der Menschen. Also ich finde es ganz toll, eure Bewegung, weil ihr auf einmal auch ein neues Bewusstsein geschaffen habt, eine neue Aufmerksamkeit für das Thema. Aber es gibt immer noch viele, die beim Thema Benzinpreis oder jetzt eben CO2-Bepreisung im Bereich Verkehr oder auch Wärme einfach nur die Eurobeträge sehen, was es für sie dann für eine Belastung bedeuten kann. Und da muss man einfach auch immer wieder versuchen zu erklären und Anreize geben, dass die Menschen auch den Vorteil sehen, weil auch für sie ist es vorteilhaft, wenn man in Klimaschutz investiert, weil sich dann auch amortisieren kann. Ich denke, der wirtschaftliche Weg ist richtig. Wir müssen da auch gucken, dass wir da ja maßvoll vorgehen. Allerdings die Umwelt und der Planet hat eine Grenze und die ist mit 1,5 Grad schon ziemlich hoch gesetzt. Wenn wir die erreichen, wird es für nicht nur für uns, sondern für viele, viele andere auf der Welt, und zwar Milliarden, sehr ungemütlich. Die Frage ist, wenn wir das als Gesamtbudget betrachten, was wir maximal noch an die Atmosphäre geben dürfen, dann ist der Anteil, den Deutschland eigentlich noch übrig hat, spätestens 2035 aufgebraucht. Wie steht es denn damit?
Also natürlich muss man Umweltschutz auch und Klimaschutz ambitioniert betreiben. Und man muss auch das 1,5-Grad-Ziel, dazu haben wir uns ja auch international verpflichtet, fest im Blick halten. Aber wir müssen dabei auch unbedingt die anderen Staaten mitziehen. Und da wird dann immer gleich gesagt, ja, und die Deutschen denken dann, sie müssen nicht mehr so viel machen. Nein, wir sind ja nicht Brasilien. Die denken so, die wollen sich nur bei den anderen freikaufen. Das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich war neulich mal verstaunt, dass in einer AD-Sendung Corona After oder After Corona auch der Herr Latif gesagt hat, im Vergleich zu den anderen Staaten muss man zu Deutschland schon sagen, dass sie jetzt ihre Ziele erreichen und dass wir uns auch auf den Weg gemacht haben. Wie ambitioniert er ist und so, da kann man natürlich immer drüber streiten, aber es ist so. Aber wichtig ist, dass wir auch die Entwicklungs- und Schwellenländer mitnehmen und die anderen Industrienationen. Wir können nämlich unsere Klimaziele auf internationaler Ebene, wir tragen nur zu 2% bei international zum CO2-Ausstoß, nur erreichen, wenn wir von Anfang an Bärenwirtschaft gleich klimafreundlich aufbauen. Und deswegen setze ich da sehr stark auf die nächste Klimakonferenz in Glasgow, die ja leider jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr stattfindet, dass dort eben ein Mechanismus geschaffen wird, dass wenn Industriestaaten in diesen Ländern investieren, dass sie das auch angerechnet bekommen, aber eben auch die Zielstaaten. Es darf nicht zu Doppelanrechnungen kommen. Es muss dann irgendwie Zertifikatehandel sein. Der eine bekommt 30% der Zertifikate, der andere 70. Also es dürfen natürlich nicht 200% sein, sondern am Ende nur 100%. Aber solche Mechanismen muss es geben, dass wir auch die anderen Staaten mitziehen. Und wir brauchen auch eine Ambitionssteigerung in Glasgow für diese anderen Staaten. Das ist mit ein Schlüssel dazu. Das wird jetzt auch das schwierige Paris war ein Riesenerfolg. Aber jetzt geht es ans Eingemachte, weil wir ja auch wissen, 1,5 Grad mit dem Klingelbeutelprinzip haben wir ja gesagt, das ist ganz gut. Aber wir können es im Moment mit den eingebrachten Zielen noch nicht erreichen. Da müssen alle ihre Ambitionen steigern. Und deswegen war das Signal so wichtig von Ursula von der Leyen, eben jetzt auch die Ambitionssteigerung für die Europäische Union anzukündigen. Und wir unterstützen sie auf dem Weg mit Angela Merkel zusammen. Ja, jetzt kommt die letzte Frage von uns und dann haben wir sehr viele Fragen. Und zwar, wenn du zwei Wünsche äußern könntest an Klimabewegungen, welche wären das? Oh, da habe ich einen ganz intensiven Wunsch. Ich habe mich wirklich mit vielen Schülern und auch Studenten, Fridays for Future Kids ausgetauscht und ich habe immer sehr konstruktive Gespräche geführt. Aber ich hatte immer den Ehrgeiz, dass wir es schaffen, dass ihr euch auch wirklich, wie soll ich sagen, offen den Vorschlägen und den Gesetzen auch gegenüber äußert und die auch bewertet, die wir auf den Weg gebracht haben. Mir war vollkommen bewusst, dass man sagt, okay, das ist uns noch nicht ambitioniert genug, das Klimapaket, wir müssen weiter Druck machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich persönlich, weil ich habe es ja auch nicht so leicht immer in meiner eigenen Partei und ich habe da wirklich viel bewegt im letzten Jahr mit einigen Mitstreitern zusammen. Übrigens auch mit der Unterstützung von Markus Söder und auch Alexander Dobrindt an der Spitze, dass wir das auf den Weg gebracht haben. Und in der Demokratie und in einer Partei hat man natürlich auch immer Wirtschaftspolitiker. Da hat man auch andere in einer Fraktion, hat man auch die Koalition, auch die SPD hat unterschiedliche Interessen als wir. Und dass man dann vielleicht einmal in einem ersten Satz sagt, mein Vater hat mir das immer gelernt, erstmal sollte man vielleicht mal was Positives sagen. Es ist schön, dass die Bundesregierung was auf den Weg gebracht hat, aber es ist uns noch zu wenig. Macht weiter, seid ambitionierter. Das hätte mich gefreut. Es hat mir fast ein bisschen wehgetan, dass dann immer überall der Hashtag Klimapäckchen lief. Zu einem Zeitpunkt, wo man, glaube ich, das Paket noch gar nicht von vorne bis hin lesen konnte, wo auch die 173 Seiten Maßnahmenpaket noch gar nicht veröffentlicht waren. Also da würde ich mir einfach wünschen, ein bisschen mehr Offenheit. Ihr sollt weiterhin dranbleiben, ihr sollt uns auch Druck machen, aber dass man vielleicht auch mal ein bisschen lobt, was man auch erreicht hat, wenn es einem auch nicht reicht, das würde mich freuen. Das war dann aber nur ein Wunsch, richtig? Das ist der doppelte. Also das ist so mein inniger Wunsch, das zählt zweifach. Ja, ist halt ein bisschen schwierig. Ich muss so kurz Stellung zu beziehen. Ja. Ist halt
schwierig, wenn man halt die letzten Jahre alles komplett verpasst hat, was man in Politik nur hätte machen können. Und von uns dann zu verlangen, dass wir uns darüber freuen, sind, ist halt etwas, was man nicht erwarten kann. Denn da ist man dann einfach super enttäuscht, wenn man dann mit 20 Euro oder auch 25 Euro um die Ecke kommt, obwohl die Wissenschaft ganz klar sagt, was wir brauchen. Und besonders wenn Länder, die nordischen Länder vorgehen und zeigen, wie es geht, dann kann man von uns schlecht erwarten, dass wir uns freuen sollen, wenn wir gleichzeitig wissen, dass unsere Zukunft damit sehr auf dem Spiel steht. Aber genau, ich würde dann. Aber jetzt das stimmt ja nicht, dass wir vorher nichts gemacht haben. Wir haben ja auch das Aktionsprogramm 2020 schon, also wir haben ja den Klimaschutzplan, damit sind wir schon nach Marokko gereist. Also das ist halt auch so ein Märchen, dass wir vorher nichts gemacht haben. Da können wir ja vielleicht bei den Fragen noch näher drauf einsteigen. Ja, und sonst ergibt sich bestimmt nochmal Gelegenheit, darüber zu diskutieren. Dann habe ich auch noch einiges zu sagen eigentlich. Ich glaube, jetzt geht es bei den ersten zwei Aussagen einfach nur darum, dass du da mal ein bisschen Stellung zu beziehst. Und zwar das Erste, was kam, ist, die 25 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent tragen doch auch überhaupt nicht die Folgekosten für die folgenden Generationen, oder? Also ist doch eine Frage. Also es ist ganz wichtig, bei allen Entscheidungen, die man trifft, unbedingt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Ich habe das jetzt auch wieder bei dem Konter auf die AfD-Zwischenfrage gemacht. Es ist natürlich eine Investition in den Klimaschutz. Da brauchen wir Geld auch dafür. Und es kostet auch dem Bürger was. Klar, wenn wir jetzt diese CO2-Bepreisung einführen. Aber es kostet eigentlich eben viel, viel mehr Geld, wenn wir eben nichts gegen den Klimawandel machen. Und die Folgekosten, engagiert ihr euch ja auch so stark, die treffen dann insbesondere die nachkommenden Generationen. Man kann natürlich darüber streiten, ob jetzt die 25 Euro ausreichen, um dies abzudecken. Und deswegen möchte ich einfach nochmal darauf verweisen, dass diese 25 Euro eben stetig ansteigen. Wir werden am Ende dann, auch wenn sich der Preis frei am Markt bildet, ab 2026, 2027, werden wir deutlich höhere Preise haben. Davon gehe ich aus. Und das ist mir einfach auch nochmal wichtiger zu betonen. Unsere Entscheidung war ja kein, wir wollen niemals höhere Preise und es wird der Preis ewig bei 25 Euro liegen, sondern im nächsten Jahr liegt er ja dann schon bei noch höherem Preis. Ich habe jetzt gerade den Aufstiegspfad nicht da liegen, wie jetzt genau die Werte sind, 25, 30 und so weiter. Also wir werden ja da eben auch sehr stark nach oben gehen und das wird kommen. Aber es wird eben so sein, dass wir es ankündigen und die Menschen jetzt noch die Möglichkeit haben, umzusteigen. Und das ist ja genau der Effekt, den wir erzielen wollen, dass sie umsteigen. Also vielleicht nur ganz kurz, die Diskussion können wir, denke ich, wirklich sehr lange weiterführen. Die Folgekosten, die das Uber beziffert, sind die Kosten, die heute eigentlich schon auftreten. Und zwar die Kosten, die wir über andere Portemonnaies und über andere Schatullen bezahlen. Das ist nämlich das Dilemma, dass sie als Kosten in den realen Kosten der Energie nicht auftauchen. Und deshalb müssen wir relativ schnell in eine Größenordnung kommen. Da habe ich noch eine Antwort. Und zwar, die Europäische Kommission macht jetzt eine Studie im Rahmen der Festlegung, auf welche Höhe jetzt das europäische Ziel gesteigert wird, was denn eigentlich europaweit die Folgekosten sind, wenn man nichts tut oder wenn man weniger tut. Die setzt es in Relation und hat da auch wissenschaftliche Studien in Auftrag gegeben. Basierend wahrscheinlich auf dem, was das Uber auch schon gemacht hat, sind es nochmal weitergehende Erkenntnisse europaweit. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir diese Zahlen haben, weil wir damit natürlich auch bei den Bürgern argumentieren können, weil es immer so abstrakt ist, ja, der Klimawandel, der findet ja statt, jetzt ist er ein bisschen heißer, ist er eigentlich gar nicht schlecht, kann ich schon früher ins Schwimmbad, ich übertreibe, ja, aber diese Dramatik des Klimawandels ist ja den jungen Menschen bewusst, aber das ist in der Breite den Menschen noch nicht bewusst und sie sehen nur die Belastungen und gerade in einem bestimmten Bereich, sage ich jetzt mal, ist es ganz wichtig, dass man da noch viel mehr mit Aufklärung oder vielleicht auch mit platten Zahlen reingeht und auch sagt, was das bedeutet und platten Folgen, die dann auch kommen, die sehr schlimm sind. Ich würde sagen, da wir nur noch 5 Minuten haben, würde ich sagen, dass Klaus sich eine Frage pickt und ich mir eine Frage picke. Wir haben noch 13 Stück hier stehen, also ich glaube, da könnte man noch genauso viel Zeit füllen. Okay.
Aber ich aus Zeitgründen würde ich einfach sagen, dass wir so fortfahren, dass Klaus sich eine Frage noch raussucht und ich. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Ja, dann fange ich an. Zur Frage der Milliarden, die ja demnächst fließen müssen, um die Wirtschaft auch wieder nach Corona ein bisschen in Gang zu bringen. Welche konkreten Forderungen wird es von der Bundesregierung geben in Richtung der großen Unternehmen wie Lufthansa, wie der großen Automobilkonzerne, um die Klimafolgen mit zu berücksichtigen? Also deswegen gucke ich gerade auf mein Handy. Es kam gerade die Meldung rein, dass die Bundesregierung, die Spitzen der Bundesregierung sich geeinigt haben, Lufthansa zu unterstützen. Einzelheiten sind allerdings noch nicht bekannt. Also in dem Zusammenhang halte ich es grundsätzlich schon für wichtig. Also wenn man jetzt in andere Staaten schaut, also wenn man zum Beispiel nach Österreich schaut, dort hat man gezielt auch bei der Unterstützung für die dortige Fluggesellschaft Austrian Airlines gesagt, man hat Ansprüche, was eben weniger Kurzstreckenflüge angeht, was auch die Investitionen in die Zukunft angeht, in alternative Treibstoffe. Ich gehe davon aus und hoffe, dass dementsprechend auch etwas in der Einigung mit enthalten ist, weil ich das ganz wichtig finde, auch für die Zukunftsfestigkeit dieser Branche. Sie merken das ja jetzt auch, es wird vielleicht auch eine Bewusstseinsänderung auch bei den Menschen da sein, jetzt auch durch diese Krise vielleicht, dass man auch Urlaub zu Hause machen kann, dass man vielleicht auch gar nicht mal so oft geschäftlich innerhalb Deutschlands hin und her fliegen muss, weil man viel eben über solche Videokonferenzen machen kann. Und auch jetzt, was die Kommunikation angeht, ich habe jetzt viel auch bei den Gesprächen mit den Flughafenbetreibern zum Beispiel gespürt, dass die selbst sagen, wir müssen uns hier umwelt- und klimafreundlich aufstellen und wir haben uns selbst Selbstverpflichtungen gegeben und wollen in diesem Bereich vorankommen. Ich hoffe, das hat eine Frage oder beziehungsweise die Frage von den Zuschauer, der Zuschauerin beantwortet. Meine Frage ist noch, heute ist die Jahreshauptversammlung von Datteln 4. Wir haben das Jahr 2020 und wir sprechen hier sehr viel über ambitionierten Klimaschutz und heute ist der Tag, wo wir nochmal die Aufmerksamkeit auf ein Kohlekraftwerk ziehen, was 2020 ans Netz gehen soll. Das ist ein Manifest an Verantwortungslosigkeit, meiner Meinung nach. Wie erklärst du, dass wir dieses Jahr ein Kohlekraftwerk, wo die Kohle aus anderen Ländern importiert wird, ans Netz genommen wird? Also die Entscheidung zum Kohleausstieg halte ich erstmal für sehr, sehr wichtig. Es ist auch sehr ehrgeizig und ambitioniert, nach dem Ausstieg aus der Kernenergie jetzt auch als Industrieland aus der Kohle auszusteigen. Der Weg ist jetzt beschritten. Ich bin auch der Meinung, dass die Voraussetzungen, unter denen entschieden wird, wann man am Ende wirklich tatsächlich aussteigt, dass die es erlauben, dass man eventuell eben es auch vorher schafft als 2038 und vielleicht sogar 2035. Also dafür setze ich mich auch jedenfalls ein. Die Planungen für dieses Kohlekraftwerk, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, da ich nicht aus der Region komme, kenne ich die Details nicht, sind mit Sicherheit schon weit vor der Diskussion um den Kohleausstieg begonnen worden. Und da ist, wenn man jetzt eben so nah auch letztendlich vor der Inbetriebnahme ist, eine lange, lange Vorlaufzeit. Da wurden Investitionen getätigt. Und man muss sich natürlich auch mal damit auseinandersetzen, wie effizient dieses Kraftwerk ist und ob dadurch eben auch andere fossile Kraftwerke nicht mehr gebraucht werden, durch die eben mehr CO2 ausgestoßen wird. Der Weg ist auch vorgezeichnet. Auch dieses Kohlekraftwerk muss ja dann vom Netz gehen, entsprechend und im Rahmen des verabschiedeten Pfades. Insofern kann ich zwar auf der einen Seite verstehen, dass ihr sagt, muss es denn jetzt noch sein, dass noch eins ans Netz geht, aber man muss auch sehen, dass die Planungen für dieses Kraftwerk wahrscheinlich schon viel länger begonnen haben und auch die Investitionen getätigt wurden vor eben jetzt der Kohleausstiegsdiskussion. Und da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen. Wenn es keine weiteren Fragen jetzt mehr von Klaus Dier gibt zu der Frage,
würde ich auch sagen, sind wir am Ende dieses Gesprächs. Klaus, sonst unterbreche ich mich jetzt gerne. Genau, ich denke, wir haben gesehen, dass es super viel Potenzial hier noch gibt, weiter zu diskutieren. Und ich denke, also ich würde es auch super gerne noch weiter diskutieren, aus zeitlichen Gründen. Ich muss gleich auch weg, deswegen geht es jetzt leider nicht. Es wurde auch angeboten zu überziehen, aber ich glaube, du hast wahrscheinlich auch Termine. Ich bin sehr dankbar für das Gespräch. Ich hoffe, wir haben nochmal die Möglichkeit, auch gerne öffentlich hier drüber zu diskutieren. Ich glaube, das wäre auch super interessant für viele andere, auch gerade wenn es um die Betrachtung der Wissenschaft in den einzelnen Maßnahmen geht. Ich glaube, es gibt super viel, worüber wir noch reden können. Aber so viel erstmal dazu. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ihr könnt die Videos von den Webinaren immer nachgucken. Das wird auch sehr in Anspruch genommen, sich das nachträglich anzugucken. Genau, und sonst nochmal den Hinweis, morgen 16 Uhr ist das Webinar zu der Debatte um, warum wir Wissenschaft nicht leugnen sollten und warum Wissenschaft super wichtig ist und einfach das ist, worauf unsere Maßnahmen bauen sollen. Also nochmal Dankeschön und gerne wieder. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich stehe gerne wieder zur Verfügung. Können wir wiederholen. Gut, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich denke, die Fragen sind auf dem Tisch und es kommen noch ganz viele dazu. Ja, das glaube ich auch. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. 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 So. Sind wir nicht mehr?